Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Geht es der österreichischen Wirtschaft schlechter, als wir wahrhaben? Es gibt ja dieses Jahr so gut wie kein Wirtschaftswachstum, so lauten die Prognosen. Vernachlässigen wir in der wirtschaftlichen Entwicklung den Umbau in Richtung Zukunft, in Richtung klimafreundliche Zukunft, wenn alles getan wird, nur um die Stagnation zu überwinden. Auch über Europa wollen wir sprechen, ob uns in der EU eine Entwicklung in Richtung Kriegswirtschaft droht angesichts der Bedrohung, die sehr real ist durch Russland und Wladimir Putin. Ich begrüße sehr herzlich im Podcaststudio des Falter den Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, Gabriel Felbermayr. Guten Tag. Hallo, Herr Löw. Herr Felbermayr ist einer der führenden Ökonomen des Landes, der für Inputs in der wirtschaftspolitischen Diskussion sorgt. Ein neues Buch gibt's von Gabriel Felbermayr. Europa muss sich rechnen, ist der Titel. Ich freue mich sehr, dass der Ökonom Kurt Beyer gekommen ist. Willkommen. Guten Tag. Kurt Beyers Commentary heißt sein Blog, sein wirtschaftspolitischer Blog, der viel diskutiert wird. Kurt Beyer war Direktor in der Weltbank und in der Europäischen Entwicklungsbank. Herr Felbermayr, der Wirtschaft in Österreich geht es ziemlich schlecht, so wie in Deutschland. Wenn das Wachstum der Maßstab ist, schlechter als in anderen Ländern in der EU, viel schlechter als in den USA. Frage, diese Stagnation, wie schlimm ist das wirklich? Arbeitslosigkeit bewegt sich ja viel weniger dramatisch in schlechte Richtung. Ja, das stimmt. Der Arbeitsmarkt ist stabil, überraschend stabil. Wenn man in die Vergangenheit schaut, dann sind so Rezessionen, wie wir es letztes Jahr erlebt haben, oder Stagnation, wie sie im Jahr 2024 droht, immer mit einem deutlich stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit verbunden gewesen. Da hilft uns ein bisschen die Demografie. Die Unternehmen horten Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer. Die Sorge ist ein bisschen, dass das irgendwie brechen könnte. Also wenn der Aufschwung nicht kommt, dann ist die Gefahr, dass die Unternehmer sagen, naja, schau, wir haben jetzt Arbeitskräfte im Unternehmen gehalten, weil vielleicht in 6 Monaten kommen die Aufträge wieder. Wenn die aber nicht kommen, dann wird entlassen, dann könnte es am Arbeitsmarkt auch etwas schwieriger werden. Aber insgesamt ist der Arbeitsmarkt ein Anker. Wo wir aber schon sehen, dass es nicht gut geht, ist, dass der Konsum letztes Jahr nicht wirklich beigetragen hat zum Wachstum. Das heißt, da gibt es viel Misstrauen, ob der Aufschwung jetzt kommt oder ob das nachhaltig ist, dass die Löhne stärker steigen als die Inflation, wie das letztes Jahr schon der Fall war. Und auch bei den Investitionen sehen wir, die sind schlecht, die sind geschrumpft letztes Jahr, die werden auch heuer nicht wirklich anziehen. Und Investitionen haben natürlich auch vor allem so einen Zukunftscharakter in sich. Man investiert, weil man in der Zukunft Ertrag haben will. Es ist eine Vertrauenskrise, in der wir stecken, die den Konsum und die Investitionen niedrig halten. Wie wichtig ist es jetzt, in Richtung Wachstum zu gehen, oder macht man dadurch Wachstum nicht zu einem Fetisch, weil man, wenn es immer nur um Wachstum geht, viele andere Dinge vielleicht vergisst? Ja, wir sind sozusagen in den letzten Jahrzehnten unterwegs gewesen, dass das Wachstum per se ein Ziel ist. Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat, seitdem ich da bin, eine Beyond-GDP-Strategie, also dass wir Wachstum über das BIP hinausdenken. Wir wollen ja nicht nur Wachstum sozusagen in den statistischen Büchern sehen, sondern wir wollen Wachstum des Wohlstands. Und Wohlstand ist etwas Breites. Das hat nicht nur was mit materiellen Dingen zu tun. Wenn die Österreicherinnen und Österreicher mehr Freizeit konsumieren können, ist das per se positiv. Wenn wir länger leben und gesünder länger leben, wäre das positiv. Wenn die Umweltqualität besser wird, dann ist das positiv. Und wenn man alles nur auf das BIP reduziert, dann vermisst man oder lässt diese anderen Dimensionen des Wohlstands außen vor. Aber es ist natürlich gleichzeitig immer noch so, dass unsere sozialen Sicherungssysteme davon abhängen, dass es hinreichend gutes Wachstum gibt. Vor allem in der Phase, in der wir sind, wo die Bevölkerung älter wird, wo die sozialen Systeme, Pflege ganz vor allem, ganz stark unter Stress geraten. Und das, was das BIP-Wachstum natürlich beschreibt, ist, wie sich die Bemessungsgrundlage für Steuern und Abgaben entwickelt. Und deswegen ist das nach wie vor schon ein Thema. Und glaube ich schon, dass man in der nächsten Bundesregierung sehr gut nachdenken muss darüber, wo kommt denn für die nächsten 10, 15 Jahre das Wachstum her, das wir brauchen, damit wir unsere Systeme, wie wir sie haben, vor allem die Sozialsysteme, ohne große Verteilungskonflikte weiter betreiben können. Kurt Beyer, wie sehr vergisst man, wenn man auf das unmittelbare Wachstum schaut,
diesem Jahr oder im nächsten Jahr? Vergisst man längerfristige Trends? Wie groß ist die Gefahr? Ich glaube, die Gefahr ist groß, weil sich die Diskussion in Österreich jedes Mal, wenn die Wirtschaftsforschungsinstitute und auch die internationalen Institutionen Prognosen bringen, man sich wieder auf das Wirtschaftswachstum primär als Wohlstandsindikator und als wichtigste Lenkungsinstrumentalvariable des Wirtschaftens richtet. Und wie der Herr Felbermayr sagt, wir haben eine ganze Reihe von Problemen, aber wir müssen eben langsam beginnen, die Systeme, auch die Steuersysteme und sozialen Sicherungsfinanzierungssysteme umzubauen, damit wir längerfristig leben können. Wenn wir immer innerhalb desselben Systems verbleiben und sagen, wir müssen eben im Grunde Wirtschaftswachstum generieren, damit wir Pflege, damit wir Gesundheitssysteme, damit wir soziale Sicherungssysteme finanzieren können, und dazu brauchen wir Wirtschaftswachstum, dann sehen wir eben, dass wir damit mehr Ressourcen verbrauchen, das Klima verändern und letztlich viele der Probleme, die wir jetzt haben und die ganz akut sind, einfach weitertreiben. Und irgendwann einmal, hoffentlich in sehr langer Zeit, aber vielleicht doch schneller, fahren wir damit gegen die Wand. Weil das System, wie es bisher existiert, nicht nur in Österreich natürlich, sondern im ganzen entwickelten Westen, hat diese Probleme generiert. Klimawandel, Umweltverbrauch und eine ganze Reihe von anderen. Wenn wir jetzt aus Konjunkturgründen viel Geld in die Hand nehmen für die Bauwirtschaft, ist das nicht genau die Richtung, die Sie hier als Warnung darstellen, dass man sozusagen in dem System bleibt, mit dem wir mittelfristig vielleicht gegen die Wand fahren? Also so wie das Bauprogramm jetzt von der Regierung aufgestellt wurde, ist das genauso meiner Meinung nach. Man hätte natürlich einen Konjunktureffekt erzielen können, aber damit ganz massiv in den ökologischen Umbau zum Beispiel investieren können, deutlich stärker. Und dazu, es ist schon klar, das funktioniert nicht so rasch, aber irgendwann einmal muss man anfangen, diese Weichen zu stellen. Und da muss man eben auch an den Prozessen, an den österreichischen, was weiß ich, was die Bundesländer machen, was die Bundesregierung macht, wie die Planungsprozesse sind, wie lang die Lizenzen dauern, bis man was machen kann. Das muss man einfach einmal angehen und das macht die Bundesregierung nicht. Sie steckt relativ viel Geld hinein, aber meiner Meinung nach in ein letztlich verfehltes System, das letztlich mittelfristig der österreichischen Gesellschaft nicht helfen wird. Herr Felbermayr, tut das die Regierung? Ist die Wirtschaftspolitik so blind? Nein, das würde ich nicht so sehen. Auch das Wohnpaket der Bundesregierung, das hat natürlich Fehler, das ist klar. Ja, nichts ist perfekt, aber im Großen und Ganzen haben wir das empfohlen, dass sowas gemacht wird. Und ich kann auch sozusagen dieser strengen Kritik jetzt nicht folgen. Die Hälfte von diesen 2,5 Milliarden geht in den gemeinnützigen Wohnbau. Ich würde schon sagen, das ist nachhaltig. Das ist vor allem auch deswegen nachhaltig, weil wir durch die Mietpreisbremse, die aus anderen Gründen notwendig war, Löcher gerissen haben in die Finanzen der gemeinnützigen Wohnbauträger. Wenn wir wollen, dass die wachsende Bevölkerung weiter mit Wohnraum versorgt wird, und das wäre ein großes soziales Problem, wenn wir da sozusagen die Dinge sich noch weiter verschärfen ließen, muss investiert werden. Das ist die eine Hälfte. Und auch aus der zweiten Hälfte dieses Pakets fließt relativ viel Geld in Sanierungs- und Umbaumaßnahmen. Da sind wir noch nicht dort, wo wir hin müssen, das stimmt, aber wir müssen die Bauindustrie natürlich langfristig denken. Die war jetzt über Jahrzehnte drauf gepolt, auf die grüne Wiese neue Häuser zu bauen. Das ist nicht nachhaltig. Was wir brauchen, ist mehr Geld fürs Sanieren, mehr Geld fürs Nachverdichten, bestehenden Wohnraum sozusagen upgraden, energetisch sozusagen zum zukunftsfit zu machen. Und ich glaube, da geht dieses Paket schon in die richtige Richtung, aber es wird nicht das letzte sein und man wird ganz insgesamt, was die Regularien angeht, rund um Mieten und Wohnen und Bauen, wird man sehr viel mehr noch tun müssen, damit wir rauskommen aus dem Neubau hin in den Umbau und in die Sanierung. Ja, das ist die Zukunftsausgabe. Aber ich bin nicht so radikal unzufrieden mit dem Wohnungspaket. Also die Greenpeace hat gesagt, zum Beispiel gestern, 230.000 Wohnungen in Österreich sind nicht belegt. Die Regierung schafft es nicht, Leerstandsabgaben signifikanten Ausmaßes zu machen oder eben diesen Wohnraum zum Beispiel stärker zu nützen. Und es ist das grundlegende Problem, glaube ich, dieser Wirtschaftspolitik, das diese Bundesregierung eben gemacht hat. Wir haben seit der Corona-Krise circa 10% eines Jahres-BIP an Förderungen den Haushalten und den Unternehmen gegeben.
Und vieles davon ist nicht in irgendeinem Sinn investiv und nachhaltig gewesen. Man hätte viele dieser Bereiche mit Grünen oder mit anderen Anliegen zum Beispiel zusammen denken können, hat das nicht gemacht. Man hat sehr viel Geld dafür hineingesteckt und hat eben in den Umbau viel zu wenig investiert. Ein Thema, das die öffentliche Diskussion beherrscht seit einiger Zeit, ist natürlich die Inflation, die in Österreich nach wie vor um vieles höher ist als in anderen Euro-Staaten. Ich glaube, im Euro-Raum geht man davon aus, dass das Mitte des Jahres unter 2% sein wird. Also davon kann Österreich nur träumen. Herr Fellmermeier, sind die Wirtschaftsforscher nicht ein bisschen mitschuld? Wenn man am Anfang, wie die Inflation begonnen hat, immer gesagt hat, das ist ein vorübergehendes Phänomen, das ist nichts, was wirklich bleiben wird. Und ja, dadurch den Fokus weggelenkt hat von den Diskussionen um Regulierung, staatliche Vorgaben, die in anderen Teilen Europas funktioniert haben. Ja, also es ist sicherlich so, dass wir am Anfang der Inflationsepisode davon abgeraten haben, in den Markt einzugreifen. Ja? Und das war sicherlich getragen von der Idee, dass der Energiepreisschock aus dem Ausland, der massiv war, dass sich der wieder zurückbildet. Das ist auch so passiert. Also der hat sich ja zurückgebildet. Was wir wahrscheinlich schon unterschätzt haben, und sozusagen ist sozusagen die Institutionenlandschaft in Österreich, die einen solchen importierten Inflationsschock zur heimischen Inflation macht, indem wir die Indexierungsweltmeister sind. Nicht? Wenn man so einen ausländischen Schock dann hernimmt und damit den sozusagen zum Vorwand nimmt zur Mitpreiserhöhung, zur Erhöhung von öffentlichen Gebühren, Löhne, Sozialleistungen, Pensionen damit indiziert, dann generiert man einen sehr viel nachhaltigeren Inflationsschub, der viel länger dauert. Und da steckt sozusagen einer der Unterschiede mit der Eurozone drinnen. Aber warum dieses Zögern oder diese negative Haltung zu Eingriffen in den Markt? In ungewöhnlichen Situationen, jetzt mal in den Markt eingreift, ja. Ich meine, ideologisch, glaube ich, gibt es keine Hürden mehr. Wie Covid war, hat man den Markt eingegriffen, in anderen Gründen. Ja, wir haben ja die Strompreisbremse quasi designt am WIFUS. Wir haben 15 Punkte aufgeschrieben, wie sowas zu machen ist. Von den 15 wurden 7 oder 8 übernommen. Ja, rausgekommen ist etwas, das tatsächlich die Strompreisinflation abgedämpft hat, da liegen wir im europäischen Mittelfeld. Also es ist, wie Sie sagen, davon hat man wenig im Supermarkt, nicht? Nein, im Supermarkt nicht, auch bei der Gasrechnung nicht. Die Frage war vor allem im Energiebereich, wenn man da eingreift, wie die Spanier eingegriffen haben, dann wird man das Energiesparen nicht so sehen, wie wir es in Österreich gesehen haben. Wir haben endlich, das ist ja positiv, in den letzten beiden Jahren einen massiven Rückgang bei den CO2-Emissionen. Das hat auch was damit zu tun, dass in ganz Österreich Haushalte und Unternehmen Energie eingespart haben. Das hat was mit den hohen Preisen zu tun. Deswegen haben wir gesagt, naja, bei den Energiepreisen, vor allem bei den fossilen, lasst uns da jetzt nicht mit künstlichen Maßnahmen die Preise niedrig halten, auch wenn das Inflation kostet. Ja, das hat die Inflation höher gehalten, weil wir gerade im Bereich der Ökologie in Österreich in den Jahren davor überhaupt nicht gut performt haben. Und das hat die Preissignale, die wirken schon. Und wenn man ansieht, was zum Beispiel Frankreich gemacht hat, ja, durch das künstliche Niedrighalten von Preisen im Bereich Energie, haben die eine der höchsten Staatsverschuldungen. Nicht? Die haben mehr als doppelt so hohe Staatsdefizitquote in Prozent des BIP als Österreich. Das hat. Also auch das muss man am Ende des Tages bezahlen. Und die Frage ist dann sozusagen die Wahl zwischen zwei schlechten Dingen. Ne? Kurt Beyer, wie gravierend sind die Auswirkungen der hohen Inflation auf die Wirtschaft? Die Regierung sagt ja, es ist alles nicht so schlimm, weil die Löhne und die Kaufkraft in Österreich nicht so zurückgegangen ist wie woanders. Das ist ausgeglichen worden für die Konsumenten. Österreich hat sich da besser gehalten als Staaten mit niedrigerer Inflation. Was sind ist der Preis, den die Wirtschaft zahlt für diese Entscheidung, die Herr Fellmermeier auch angesprochen hat, die Inflation zuzulassen, um statt einzugreifen? Naja, der Preis ist auf der einen Seite, dass die Haushaltseinkommen langsamer steigen, als die Inflation das tut. Ich meine, die Reallöhne sind also in den letzten 3 Jahren um 3-4% gefallen, brutto und netto, also auch trotz der Zuwendung an der Bundesregierung. Und trotz der hohen Lohnabschlüsse, die diskutiert werden. Die kommen jetzt natürlich erst. Also wahrscheinlich im heurigen Jahr wird, glaube ich, der Reallohnverlust der letzten 3 Jahre oder 4 Jahre aufgeholt werden. Also wenn die Zahlen der WIFO-Prognosen und der IHS-Prognosen stimmen. Das Hauptproblem, glaube ich, der Inflation ist eben auf der einen Seite als ein soziales, weil das einfach zeitlich verschoben ist.
und Haushalte schon zum Teil sehr stark leiden. Und ich meine, die, was der Herr Federmeier gesagt hat, dass sich die Energiepreise, Inflation wieder zurückgebildet hat, es gibt keine negativen Inflationsraten dabei. Die Niveaus sind noch immer sehr, sehr hoch. Ja? Und das ist das, was die Haushalte natürlich bezahlen. Das heißt, es steigt nicht weiter. Also es ist da schon ein Riesenproblem auf der Konsumseite und auf der anderen Seite natürlich ist Inflation immer ein Wettbewerbsproblem. Wenn die österreichischen Unternehmen mit höheren Vorprodukten, höheren Lohnkosten vielleicht produzieren müssen, als das ihre Konkurrenten tun, dann tun sie sich im Export einfach schwerer. Wie sind die sozialen Auswirkungen? Sind die nicht sehr unterschiedlich? Dass Armut, als Gefährdung steigt man viel stärker durch die Inflation. Natürlich auch. Und für besser verdienen. Ja, die Folgen und ich glaube auch zu dieser Indexierung natürlich, dass Österreich Indexierungsweltmeister ist. Da hat die Bundesregierung auf der Einnahmenseite aber eine Möglichkeit sich begeben, indem sie eben die Lohnsteuerstufen mit der Inflation jetzt steigen lässt. Also sie nimmt weniger Einkommensteuer und Lohnsteuer ein, als sie das anders vorher getan hat. Also sie hätte das wahrscheinlich selber besser ausgleichen können, die Inflationswirkungen auf der Ausgabenseite mit denen der Einnahmenseite zu verbinden. Herr Felbermeier. Also ich finde die von Herrn Bayer angesprochene Abschaffung der kalten Progression, das finde ich, ist tatsächlich ein Meilenstein, und zwar ein positiver Meilenstein. Es ist ja keine gesunde und besonders demokratisch hochstehende Steuerpolitik, wenn man so schleichend immer mit der Inflation als Gehilfe die Steuerquote in die Höhe treibt. Ich bin sehr dafür, dass wir über Steuererhöhungen diskutieren, wenn es notwendig ist, das aber mit offenem Visier im Parlament und nicht sozusagen mit dem unsichtbaren Partner nebenan, der die Inflation ist. Ja. Ich glaube auch, dass die Situation in Österreich, was die Ungleichheit angeht, dass die nicht so schlecht ist, wie es oft dargestellt wird. Wir machen jetzt auch seit kurzem, seit der letzten Prognose im Wirtschaftsforschungsinstitut, eine Armutsgefährdungsquote. Wir schauen uns auch die Verteilung an, also den Unterschied zwischen den 80% Reichsten und den 20% Ärmsten. Und wenn man da über diese Krisenjahre drüber schaut, seit 2019 sind wir sozusagen im Prinzip permanent in Krisen, wir sagen Stapelkrisen dazu, ja, dann sehen wir, dass das zwar schwankt, aber doch relativ im Zeitablauf konstant geblieben ist. Aber die Inflation trifft die Ärmeren stärker. Ja, natürlich trifft sie die Ärmeren stärker, das ist so. Ja, das war schon immer so. Die Inflation ist inhärent asozial, ja, aber man hat natürlich auch seitens auch dieser Regierung zwar sehr viel mit der Gießkanne gemacht, das stimmt, das haben wir auch immer kritisiert, aber es gab dann doch auch immer wieder Maßnahmen, die gerade auf die kleineren Einkommen abgezielt haben, zum Beispiel, dass man die Pensionen stärker erhöht hat als mit der vorgesehenen Inflationsrate, vor allem die kleinen Pensionen, oder dass man mit der Erhöhung mit dem Wohnschirm zum Beispiel, ja, konkret geholfen hat, dort, wo die Not am stärksten ist. Also man hat sicher Fehler gemacht, es wurde mehr Geld ausgekehrt als notwendig. Ich habe einen Klimabonus gekriegt, alle hier, den hätten wir nicht gebraucht, also einen erhöhten Klimabonus, da hätte man mit sozialer Treffsicherheit Geld sparen können. Aber es ist nicht so, dass wenn man auf die Zahlen schaut, diese 4-5 Jahre Krise, die wir jetzt erlebt haben, dass die zu massiven sozialen Verwerfungen ex post geführt hätten. Also ex ante, ja. Ne? Aber dann wurde das mit Ausgleichsmaßnahmen zumindest so aufgefangen, dass die Statistiken nicht zeigen, dass die Armutsgefährdungsquote zum Beispiel durch die Decke gegangen wäre. Das ist sie nicht. Ich möchte zu den Lohnabschlüssen jetzt noch fragen, die ja allgemein bemerkt wurde, dass die Lohnabschlüsse relativ hoch waren, dass da etwas nachgezogen wurde, was in den letzten Jahren verabsäumt worden ist. Muss man da als Ökonom nicht in Wirklichkeit froh sein, dass diese höheren Löhne jetzt gibt, weil dadurch die Nachfrage im Landesinneren hoch bleibt und man dadurch vielleicht die Stagnation nicht so tief wird, oder? Das war die Hoffnung und wir haben uns sozusagen auch schon in der Winterprognose und jetzt auch in der Frühjahrsprognose darauf verlassen, dass die doch steigenden Reallöhne jetzt den Konsum anschieben werden. Bisher hat uns der Konsum aber enttäuscht. Also es ist sehr viel Verunsicherung da. Die Leute glauben noch nicht daran, dass die Inflationsraten kleiner bleiben und vor allem kleiner bleiben als die Steigerungsraten bei ihren Nominaleinkommen. Aber ja, das ist die Positivseite. Die Negativseite ist natürlich... Also nicht so schlimm, nicht? Das wird oft in Kolumnen konservativer Zeitungen, ja, lese ich schrecklich die hohen Löhne, weil ist die Inflation nicht nur nicht, das ist nicht nur nicht so schlimm, sondern das ist sozusagen eine Lokomotive für die Konjunktur. Nicht? Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass die Abschlüsse in Deutschland und anderen Handelspartnern sehr viel niedriger waren.
In der Eurozone haben wir keinen Wechselkurs, der solche Entwicklungen ausgleichen könnte. Und deswegen ist sicherlich hier bei uns die Industrie vor allem, die handelbare Güter erzeugt und im Wettbewerb steht, unter einem gewissen Druck. Nicht? Und das sehen wir, wenn wir heute, gab es neue Arbeitslosenzahlen, wenn man die anschaut, dann sehen wir natürlich schon ganz massiv in den industriestarken Bundesländern, dort wieder in den klassischen Industrieberufen, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Und das hat natürlich, das braucht man nicht schönreden, auch was damit zu tun, dass der Industrie ein Stück weit über die hohen Löhne die Kosten davonlaufen. Wir stehen in einem Wahljahr in Österreich und da spielen auch wirtschaftspolitische Themen eine nicht unbeträchtliche Rolle. SPÖ-Chef Andreas Babler propagiert einen Transformationsfonds über 20 Milliarden Euro für die Modernisierung der Wirtschaft. Das wird relativ leicht als so Wahlkampfslogan abgetan. Aber ist das nicht ein Gedanke, der in die Richtung neue, sinnvolle Debatte über zukunftsorientierte Industriepolitik geht? Industriepolitik wird ja in vielen Ländern versucht wieder zu machen. In Österreich ist da bis jetzt relativ wenig passiert. Diese Idee, Transformationsfonds über 20 Milliarden, ist das eine gute Idee, Herr Bayer? Es hängt davon ab, gut, der österreichische Antwort, es hängt davon ab, was damit finanziert werden soll. Es hängt damit ab, wie die Governance-Struktur sein soll, also wie das in bestehende Prozesse hineinpasst und eben was vor allem damit finanziert werden soll. Bisher gibt es da, glaube ich, soweit ich das sehe, eigentlich fast nur Überschriften. Und da hängt schon also die Wichtigkeit und ob das funktioniert, also hängt vom Detail natürlich ab. Aber das könnte natürlich ein wichtiger Umbaufonds sein. Ich bin ja auch der Meinung, dass man damit vielleicht auch etwas machen könnte, was in Österreich überhaupt nicht diskutiert wird beim ökologischen Umbau, dass man damit vielleicht auch Stilllegungen finanzieren kann von Aktivitäten, die eben sehr, sehr stark umweltschädlich sind. Und wenn man das dem Marktmechanismus überlässt, dauert das ewig, bis die wegkommen. Da könnte man natürlich mit so einem Fonds, wie das bei der Finanzkrise mit einer Bad Bank gemacht wurde, man mit öffentlicher Hilfe umweltschädliche, auch andere negative Aspekte relativ rasch machen. Aber die Frage also zu dem ganzen Fonds ist wirklich, was will man damit tun und wie passt er in die bestehende Landschaft? Österreich hat eine ungeheuer differenzierte Investitionsförderungslandschaft, wo einzelne Institutionen ihre eigenen Sachen machen. Keiner weiß, weil jeder weiß vom anderen, aber keiner schert sich darum, was der andere macht. Koordinierung gibt es keine. Von der Forschungsförderung bis zur, was weiß ich, Industrieförderung, Umweltförderung. Das läuft alles nebeneinander und das müsste man eigentlich in eine große Strategie einbauen und damit also mit einer gemeinsamen Governance-Struktur inwiefern effektiv machen. Ist ein Widerspruch zwischen dieser Idee offensive Industriepolitik auf der einen Seite und 32-Stunden-Woche, wie das ja der Andreas Babler auch haben will, oder passt das zusammen? Ich glaube, das ist eine Frage der Definition, das passt schon zusammen. Also man kann sich wahrscheinlich sehr viele Ausprägungen einer Industriepolitik vorstellen. Das wird ja international jetzt sehr, sehr breit und mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen diskutiert. Natürlich ist das, wenn man, also Industriepolitik heißt ja nicht nur, man möchte mehr Industrie haben, mehr Volumen haben, sondern man möchte eben höhere Einkommen mit den industriellen Tätigkeiten, die also grundsätzlich höhere Löhne als viele Dienstleistungssektoren machen, haben. Und da kann man sich natürlich unterschiedliche Arbeitszeitmodelle vorstellen. Aber ich meine, ich glaube nicht, dass jemand von 32 Stunden ab morgen oder ab 2025 redet, sondern das wäre wahrscheinlich ein langfristiger. Herr Felbermayr, ist das grundsätzlich eine Diskussion, die sinnvoll ist? Weil in der Wirtschaftspolitik hat man immer das Gefühl, auch die Öffentlichkeit, man schleppt sich von Krise zu Krise und man tut dann in jeder Krise, versucht man irgendwo Löcher zu stopfen, aber es ist nicht, gibt keine wirkliche Zielvorgabe. Während das alles Themen sind, die eigentlich in Richtung einer Vorstellung gehen, wir können was verändern, wir wollen was verändern und wir geben uns Instrumente, um etwas zu verändern. Sowohl die 32-Stunden-Woche als auch Transformationsfonds. Absolut. Also ich begrüße diese Diskussion, weil wir über die Zukunft reden. Und das tun wir viel zu wenig. Wir reden, wie Sie sagen, darüber, dass wir jetzt irgendwie dringenden Handlungsbedarf haben und dann wird schnell irgendwas gemacht. Und oft ist das, was dann schnell gemacht wird, nicht
wahnsinnig gut und man muss es gleich wieder reformieren oder anpassen. Deswegen ist das, wenn jetzt dieser Wahlkampf eine Zukunftsdiskussion auslösen sollte, ne, ich bin skeptisch, ob er das tut, aber wenn er das täte, wäre ich sehr, sehr happy. Ne, und das nicht nur in Österreich übrigens, sondern auch in Europa. Da müssen wir uns ja auch die Frage stellen, was soll eigentlich dieses Europa für uns tun? Und da werden wir feststellen, ein Transformationsfonds mit 20 Milliarden Euro für Österreich allein, das wird uns nicht retten. Wir brauchen sozusagen eine wirklich europäische Vision. Was wollen wir in Europa? Wie will sich Europa aufstellen, um die Transformation voranzubringen? Damit meine ich die Dekarbonisierung der Industrie und des Verkehrs und des Wohnens einerseits. Andererseits aber, wie gehen wir mit den neuen geopolitischen Herausforderungen um? Wir sehen, dass gerade zum Beispiel Technologien, die für die Transformation wichtig sind, massiv unter Druck kommen, weil es chinesischen Billigwettbewerb gibt. Also da brauchen wir eine Antwort Europas. Da sind wir in Österreich auf ziemlich verlorenen Posten. Wir sind sogar nicht mal zuständig. Also wenn wir uns über Dumping beklagen in Österreich, reicht das nicht. Es braucht ein Anti-Dumping-Verfahren der Europäischen Union gegenüber China. Und das sozusagen wieder stärker zu diskutieren, würde mich freuen. Was mich allerdings ärgert an der ganzen Industriediskussion, ist, dass wir immer noch sozusagen an einem recht alten und überholten Industriebegriff festhalten. Nicht, wenn wir heute an die Branchen denken, die wir eigentlich in Zukunft stärker sehen wollen wahrscheinlich, dann sind das eben nicht rauchende Schornsteine und Fließbänder, sondern dann ist das eine massive Integration von Fertigung und Software zum Beispiel. Jedenfalls wachsen der Dienstleistungssektor und der Industriesektor immer stärker ineinander zusammen. Deswegen würde ich lieber von einer Standortpolitik sprechen und einer Standortstrategie als von einer Industriepolitik, die sozusagen den Geist der 60er und der 70er Jahre atmet. Wahljahr ist in Europa auch, nicht nur in Österreich. Und die geopolitisch veränderte Situation wird, denke ich, in der Diskussion in der Wahlauseinandersetzung runtergespielt. Man tut so, dass sei das Business as usual. Herr Felbermayr, sind wir nicht in einer Situation, wo wir über Jahre vielleicht noch mehr eine große Auseinandersetzung mit Putins Russland haben, eine geopolitische Auseinandersetzung mit militärischen, wirtschaftlichen, anderen Elementen, in einer Situation, wo wir sagen müssen, man muss in Richtung Kriegswirtschaft denken. Der Begriff ist bereits verwendet worden, aber was das wirklich heißt, ist noch nicht klar geworden. Ist das grundsätzlich etwas Richtiges und was würde das heißen? Also mit dem Begriff Kriegswirtschaft kann ich jetzt persönlich nichts anfangen. Wir sind nicht in einem klassischen Krieg. Wir hatten während des Kalten Krieges, der immerhin ein paar Jahrzehnte gedauert hat, auch keine Kriegswirtschaft, sicher nicht in Österreich. Aber klar ist, man muss sich auf diese neue Gefährdungslage einstellen. Und wir sollten, glaube ich, ergebnisoffen diskutieren über manches, was uns sehr heilig geworden ist seit 1955. Ich meine damit die Neutralität und wie wir in Europa Sicherheitspolitik betreiben. Und das hat auch massive ökonomische Komponenten. Ist es gescheit, wenn wir einen gemeinsamen Binnenmarkt haben und einen gemeinsamen Wohlstandsraum haben, 27 Militärstrukturen aufrechtzuhalten? Da würde jeder sagen, natürlich nicht. Nicht, was uns daran hindert, hier gemeinschaftlich zu agieren, sind Befindlichkeiten und nationale Traditionen. Und ich glaube, wir müssen uns, statt über Kriegswirtschaft Gedanken zu machen, müssen wir uns fragen, wie können wir die Sicherheit in Europa steigern, ohne dass wir dabei enorm viel mehr Geld ausgeben müssen. Und wenn wir das effizient machen wollen, dann heißt das eben auch, zumindest Teile der Sicherheitsarchitektur, zum Beispiel die Beschaffung und die Ausrüstung der nationalen Armeen, zu europäisieren. Nicht, das wäre ein Schritt, das ist ein ganz dickes Brett. Ich bin nicht naiv, das wird Jahrzehnte dauern, aber ich glaube, das muss realistisch sein und das darf ich als Ökonom fordern. Das ist durchaus auch dann noch kompatibel mit der Neutralität, wenn man die beibehalten will, nach einer Debatte, die wir führen sollten. Aber diese, wenn Sie wollen, Kriegswirtschaft oder diese höheren drohenden Ausgaben für Sicherheit, die werden wir haben, die aber so zu gestalten, dass wir möglichst für das, was wir aufgeben, möglichst viel Sicherheit bekommen. Das wird auch eine wirtschaftspolitische Herausforderung sein. Und da gibt es Optionen. Russland hat es unter Putins Führung sicher geschafft, umzustellen auf ein kriegswirtschaftliches Funktionieren jetzt. Das heißt ja, Europa, Marktwirtschaft, das ist alles viel komplizierter, viel langsamer. Aber es heißt doch letztlich, dass man bereit ist, auf europäischer Ebene, wenn man sich diese Aufgabe und diese Herausforderung realisiert, Eingriffe, wirtschaftspolitische Eingriffe zu machen, die aus geopolitischen Gründen notwendig sind und nicht jetzt auf rein wirtschaftspolitischen. Kurt Beyer, Kriegswirtschaft, ein Anstoß, das klingt schlimm, aber ein Anstoß, der vielleicht doch realitätsbezogen ist, oder? Also ich verwende einen Begriff, der heißt Krisenwirtschaft. Und natürlich ist der akustisch wahrscheinlich von Kriegswirtschaft angelehnt.
aber eben eine gezieltere Wirtschaftspolitik, die sich auf alle bestehenden Krisen, und da gehört natürlich auch die geopolitische Krise dazu, beschränkt, weil wenn man nur kriegswirtschaftlich jetzt militärisch denkt, dann bleiben die anderen, die ökologische Krise, die soziale Krise, die Pflegekrise, was es sonst noch gibt, die bleiben dann außen vor. Ja, die werden dann wieder untergeordnet. Und man muss, glaube ich, die Krisen, unter denen wir jetzt leider Gottes in Zukunft und jetzt schon leben, gemeinsam sehen und schauen, wie man die mit anderen Arten der Steuerung in den Griff bekommen kann oder zumindest bekämpfen kann, soweit das möglich ist, als das jetzt der Fall ist. Und da ist natürlich die europäische Ebene irrsinnig wichtig. Ich meine, wenn wir uns anschauen, dieser 800 Milliarden starke Recovery und Reconstruction Fonds, sehr viel Geld als Antwort auf den amerikanischen Inflation Reduction Act, der wird trotzdem implementiert von Land zu Land unterschiedlich, ja. Nicht mit europäischen Zielen. Ja. Und da wird irrsinnig. Weil es keinen Wirtschaftsminister und keinen Finanzminister gibt, in Wirklichkeit. Natürlich auch. Also, und ich meine, es ist auch die europäische Fiskalpolitik läuft ja auch so von Land zu Land aus Land. Und es gibt keine Eurozonen-Wirtschaftspolitik, Fiskalpolitik. Die gibt es auf der einen Seite nicht, weil sie nicht so gedacht wird. Auf der anderen Seite, wie jeder Herr Felbermayr, glaube ich, auch kritisiert, weil es keinen europäischen, also Eurozonen-Finanzminister und keine Fazilität gibt, die ein bisschen Geld dahinter hat. Ja. Also da ist, glaube ich, wie die EU aufgestellt ist, das funktioniert in Zukunft unter den Herausforderungen, unter denen wir jetzt stehen, nicht mehr. Und da braucht man mehr Gemeinsamkeit. Aufrüstung, Investitionen in militärische Produktion ist ein großes Thema. Belgien hat dem Rat vorgeschlagen, einen eigenen Fonds über Eurobonds zu schaffen, der Aufrüstung koordiniert, aber letztlich doch basiert die natürlich in den Nationalstaaten finanziert. Sowas, ein Eurobond-Fonds zur militärischen Aufrüstung, ist das sinnvoll? Was heißt das, Kurt Beyer? Also zur Frage, ob Europa sich militärisch aufrüsten soll und muss, kann ich mich nicht äußern. Ich verstehe da viel zu wenig von der militärischen Lage. Ich glaube, dass Europa viel zu wenig seine Softpower dabei bisher noch eingesetzt hat, um in diesen ganzen militärischen Auseinandersetzungen eine gemeinsame Haltung nach außen zu steigen und eben auch dort seine wirtschaftliche und zum Teil auch politische Stärke irgendwie sinnvoll wirksam zu machen. Also was man als Ökonom, glaube ich, schon sagen kann, ich weiß auch nicht, wie hoch sozusagen die Verteidigungsausgaben pro BIP sein müssen, das müssen Sicherheitsexperten sagen, aber was wir als Ökonomen schon fordern müssen, ist, dass man diese Fragmentierung und Parzellierung des europäischen Rüstungsmarktes beseitigen muss. Der treibt einfach nur die Kosten massiv in die Höhe, ob wir es 2, 3 oder 4% des BIP ausgeben. Wir wollen immer als Staatsbürger und Bürgerinnen möglichst viel Sicherheit dafür kriegen. Und momentan leisten wir uns große Apparate, die wenig Sicherheit liefern. In der Europäischen Union sind wir mit Abstand die zweitgrößte Militärmacht, wenn man sozusagen aufs Geld schaut. Wir sind aber, was sozusagen die militärische Stärke angeht und auch die Verteidigungsbereitschaft, sind wir unter ferner Liefen. Und das hat was mit ökonomischen Anreizen zu tun, mit ökonomischen Strukturen zu tun. Und an denen sollten wir, glaube ich, auch als Ökonomen arbeiten. Da können wir Vorschläge machen, wie es besser geht. Ein Thema in der Auseinandersetzung mit Russland ist, was mit den Einlagen der russischen Zentralbank in Europa passieren soll. Das sind riesige Summen, ich glaube 300 Milliarden Euro. Und es wird überlegt, soll man die sind blockiert, aber die gehören nach wie vor der Russischen Föderation. Soll man die abschöpfen? Kann man die abschöpfen? Kann man die Gewinne abschöpfen? Das ist im Augenblick der Diskussionsstand. Das wird politisch diskutiert. Die Balten sagen ja, soll man machen, soll man in die Ukraine dann investieren. Deutschland und Frankreich sind skeptisch. Warum dieses Zögern? Hat das mehr mit Geopolitik zu tun als mit, oder hat das mehr zu tun mit
der Sorge, dass man das europäische Finanzsystem irgendwie durcheinander bringt. Ich glaube, es hat vor allem mit den völkerrechtlichen Bedingungen zu tun. Also wir halten in Europa das Völkerrecht immer noch für sehr wichtig, wollen es einhalten und da gibt es eben da auch Regeln. Und deswegen ist das, glaube ich, eine juristische Debatte. Als Ökonom hätte ich überhaupt nichts dagegen, wenn zum Beispiel die Erträge aus diesem Geld eingesetzt werden für die Bewaffnung der Ukraine. Ja, aber wir haben mit den Sanktionen durch das Einfrieren der Assets bereits sozusagen Wirkungen erzielt, die wir nicht erzielen wollten, nämlich dass Zentralbanken auf der ganzen Welt ihre Euro-Bestände abbauen, weil sie Angst haben, dass wir ihnen die wegnehmen, wenn sie etwas Böses tun. Dann ist die Frage, ob uns das nicht geopolitisch mehr schadet, als es uns nutzt. Und wenn man dann sagt, wir warten nicht, bis der Konflikt irgendwie beendet ist, bis es Friedensverhandlungen gibt und so weiter, dann sind die 300 Milliarden Teil dessen, über was verhandelt wird, sondern wir schütten das jetzt schon aus, nicht? Dann ist die Sorge, dass man erst recht sozusagen diesen Paradigmawandel raus aus dem Euro und dem Dollar in andere Währungen hinein, dass man den noch weiter anschiebt. Und das ist möglicherweise für die Softpower, für die europäische auf der Welt eher negativ. Deswegen, ich glaube, es ist eine rechtliche Dimension und so eine spieltheoretische Dimension, dass wir... Der WIFO-Chef ist vorsichtig, wie die Politik auch. Ich wäre damit vorsichtig, ja, aber also, gleichzeitig ist das Geld da, nicht? Also wir haben es beschlagen, das sind Euro-Assets, nicht? Also wir haben es unter unserer Kontrolle und ob wir jetzt davon ein bisschen was ausschütten oder ob das dann am Ende hoffentlich, wenn es zu einem Friedensschluss kommt und zu Friedensverhandlungen am Ende Teil des Packages ist und aus diesem Geld und aus weiteren Geldern hoffentlich Russland dann Reparationen zahlen muss in die sozusagen enormen Zerstörungen, die in der Ukraine hinterlassen. Ja. Das ist dann ja eigentlich egal. Wir haben die 300 Milliarden als Sicherheit für die Ukraine. Und ob man es jetzt schon sozusagen, ob man schon Teile jetzt einsetzt oder ob das einfach als Sicherheit da ist und in der Zukunft zur Verfügung steht, das macht eigentlich materiell nach meinem Dafürhalten wenig Unterschied. Geopolitisch ist Europa zwischen den USA, die auch vor großen politischen Entscheidungen stehen, und Russland platziert. Der amerikanische Publizist Farid Zacharias weist darauf hin, dass die USA wirtschaftlich davongezogen sind gegenüber Europa, dass Europa massiv verloren hat in den letzten Jahren. Da gibt es eine Diskussion unter den Ökonomen, wie massiv das ist. Paul Krugman, der Kolumnist in der New York Times, sieht das nicht so dramatisch, aber die Tendenz ist schon da. Die Vorstellung, Europa ist viel langsamer, hat sich viel langsamer entwickelt als die USA. Kurt Beyer, wie dramatisch ist dieser Vorsprung der Amerikaner und was bedeutet das? Also ich glaube, man muss wirklich schauen, warum das so ist. Und seit der Finanzkrise 2008-2009 sind die Amerikaner um 10-15% stärker gewachsen als Europa. Und das hängt natürlich zum Teil auch mit der Wirtschaftspolitik sehr stark zusammen. Die Europäer haben halt sich bei der Gründung des Euro auf eine sehr, sagen wir, restriktive Budgetpolitik geeinigt, haben eben auch diesen meiner Meinung nach wirklich unseligen Stabilitäts- und Wachstumspakt ins Leben gerufen, den endlos lang mehr oder weniger strikte verfolgt, jetzt wieder neu aufgelegt. Die Österreicher und die Deutschen waren da besonders strikt. Waren natürlich besonders strikt und haben dadurch also natürlich auch viele der Dogmen der Alten, dass also eine gute Budgetpolitik, eine restriktive Budgetpolitik die Grundlage einer erfolgreichen Wachstumspolitik wäre, weitergetrieben. Die Amerikaner waren da viel pragmatischer, haben sich von ihren alten Dogmen, die sie lange Zeit gepusht haben, auch gelöst und haben dadurch also wirklich einige Fortschritte erzielt. Auf der anderen Seite ist Europa noch immer ein Nettoexporteur. Die Amerikaner sind Nettoimporteure. Also die Frage, wie man die Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft sieht, ist also, glaube ich, sehr unterschiedlich zu bewerten. Faktum ist natürlich, dass in den ganzen neuen Technologien die Amerikaner sicher deutlich stärker sind als wir. Wie immer man auch die ganzen Technologiekonzerne und deren Wirken auf die Gesellschaft einschätzt. Aber sie haben da natürlich deutliche Vorsprünge. Und Europa ist da eben auch durch die Fragmentierung natürlich ins Hintertreffen geraten. Ne? Herr Felbermayr, Sie schreiben in Ihrem Buch über den Niedergang Europas und das Ende der wirtschaftspolitischen Ordnungsrolle Europas. Wie sehr ist das durch diese Fixierung auf Sparen und auf die Maastricht-Kriterien bedingt?
Ich glaube nicht, dass das ursächlich ist für den relativen Bedeutungsverlust Europas. Ne? Man muss sich nur anschauen, in der Eurozone gibt es große Heterogenitäten. Da gab es sozusagen den Schäuble mit der schwäbischen Hausfrau, sehr sparsam. Und gleich westlich des Rheins wurde heftig Geld ausgegeben. Ne? 120% des BIP-Verschuldung, das ist mehr als die USA hat. Und Frankreich ist aber den Amerikanern nicht davongezogen, ganz im Gegenteil. Die haben sozusagen sind eher verantwortlich gewesen für den Abstieg der Eurozone, stärker als Deutschland. Also ich glaube, so einfach ist das nicht. Aber ist ja Frankreich, ist Deutschland davongezogen, oder? Deutschland ist davongezogen. Aber Frankreich ist doch wirtschaftlich, steht doch wirtschaftlich besser als Deutschland. In den letzten Jahren ist das so, aber seit dem Euro nicht. Also ich glaube, man muss das sehr differenziert sehen. Nur mehr Geld ausgeben wäre es nicht. Aber ich glaube, das meint er dabei auch gar nicht, sondern ist die Frage, mehr Geld für Investitionen, auch öffentliche Investitionen. Wir haben Europa in Teilen kaputt gespart. Übrigens haben es auch die Franzosen getan. Wir freuen uns über den TGV, aber abseits der großen Linien ist das französische Eisenbahnnetz genauso schlecht beieinander wie das deutsche. Da wurden sicher Fehler gemacht. Ökonomen würden sagen, jedenfalls die Guten, wenn ich das so sagen darf, es gibt die goldene Regel, ja, die sagt, sich zu verschulden für die Bildung von Nettovermögen, auch staatlichen Nettovermögen, das ist in Ordnung. Sich zu verschulden, um Sozialleistungen zu finanzieren, das ist ein Problem. Nicht? Und in dem Sinne, wenn wir zurückkehren würden zu dieser goldenen Regel, wäre vieles gewonnen und die schneidet sich natürlich mit zum Beispiel der Schuldenbremse in Deutschland. Aber was uns viel stärker bedrängt in Europa, ist schlicht und ergreifend die Demografie. Der Median-Europäer ist fast 50, der Median-Amerikaner ist 10 Jahre jünger, der Median-Israeli noch einmal 10 Jahre jünger. Wenn man sich überlegt, wo Technologien entwickelt werden, von wem die marktreif gemacht werden, von wem die dann auch als Konsument nachgefragt werden, dann sind das doch eher jüngere Menschen. Und da haben wir ein Problem, dass man nicht sozusagen mit viel Geld wegretuschieren kann, dass wir älter werden und damit auch Innovationsfähigkeit einbüßen und die Technologieaffinität etwas kleiner ist bei uns als anderswo. Das sind einfach Dinge, die wir uns gewöhnen müssen. Das Wachstumstempo in einem alternden Europa wird nicht dasselbe sein können wie in Ökonomien, die von der Demografie her sehr viel dynamischer sind. Und die sind dynamischer, vor allem wegen der Einwanderung, der Zuwanderung und die sind in Europa. Und weil sie auch höhere Geburtenraten haben, das gehört dazu. Aber Amerika ist es vor allem eine Zuwanderung. Ja, aber auch eine höhere Geburtenrate. Ne? Und was man auch sehen muss, und das sollten wir, glaube ich, auch tun, als gute Ökonomen, wir haben vorher von Beyond GDP gesprochen, in Amerika ist beileibe nicht alles gut. In Amerika sinkt uns schon vor der Corona-Krise die durchschnittliche Lebenserwartung. Das ist kein Zeichen einer besonders gut funktionierenden Volkswirtschaft. Amerika hat ein viel schlechteres Pro-Kopf-Wachstum, als das reine BIP-Wachstum zeigt, weil sie eben Bevölkerungswachstum hatten. Wenn wir in Europa das Pro-Kopf-Wachstum hernehmen und vergleichen mit den USA, sieht es nicht mehr so verheerend aus. Und wenn wir das Wachstum pro Arbeitsstunde ansehen, na, dann sieht es noch besser aus in der Europäischen Union, weil die Amerikaner einfach sehr viel mehr arbeiten. Und die Freizeit hat ja auch einen Wert, und zwar einen positiven. Insofern das Bild ein bisschen weiten und schon sieht Europa nicht mehr ganz so schlecht aus im Vergleich zu Europa USA. Ist über 1000 Fäden mit Amerika verbunden, politisch, wirtschaftlich, kulturell. Und in Amerika wissen wir nicht, wer am Ende des Jahres als Präsident da sein wird. Donald Trump möchte eine Festung Amerika. Gut, es gibt auch in Österreich Leute, die wollen eine Festung. Österreich ist ein bisschen weniger ernst zu nehmen als die Festung Amerikas. Was würde das bedeuten, Herr Felbermayr, wenn jetzt sich diese Idee Festung Amerika, mit oder ohne Trump, aber natürlich schon auch mit Trump, wenn sich das durchsetzt, was bedeutet das für Europa? Muss man sich da vorbereiten auf etwas? Ja, natürlich müsste man sich vorbereiten, massiv müsste man uns da vorbereiten. Es hat ja viele, wie Sie sagen, 1000 Fäden sind es, es hat viele Dimensionen. Sicherheitspolitisch wäre ein Rückzug Amerikas aus der Ukraine eine Riesenherausforderung. Da müsste man sehr schnell sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen. Da wären wir dann wahrscheinlich tatsächlich am Rande einer Kriegswirtschaft, weil da müsste man sich fragen, wie kriegen wir schnell die Geschütze und die Munition und die Flugzeuge und was auch immer die Ukrainer brauchen, damit wir die russische Armee nicht an den europäischen Außengrenzen stehen haben. Das wäre eine politische Herausforderung erster Klasse. Und dann haben wir natürlich auch noch die wirtschaftliche Dimension einer solchen Festung. Wir haben Teile davon ja schon erlebt. Trump hat ja in seiner ersten Amtszeit auch gegenüber Europa mit Strafzöllen gearbeitet. Na, da werden wir eine nächste Runde davon sehen. Auch das ist nicht gerade kooperationsfördernd. Wir bräuchten eigentlich transatlantische Kooperation im Bereich Klimaschutz, im Bereich Biodiversität, Schutz der Meere etc. Terrorismusbekämpfung, Ende nie. Also wir haben noch nie so einen hohen Kooperationsbedarf gehabt. Und da sind diese Festungsgedanken und Alleingänge, die sind einfach furchtbar kontraproduktiv. Wenn die Amerikaner das machen,
ja, dann werden wir Europäer gezwungen sein, nicht? Also you need two to tango, ne? Wenn die Amerikaner nicht mit uns tanzen wollen, dann sind wir sozusagen gezwungen, uns stärker auf uns selbst zu besinnen, und da wäre der Binnenmarkt wieder das große Thema. Meine, Trump radikalisiert sich ja in einer Weise, dass man sich kaum vorstellen kann, dass er wirklich ins Weiße Haus einzieht und die amerikanische Demokratie in einen solchen anderen Weg führt, aber wir wissen es nicht, er hat sicherlich Chancen. Die Möglichkeit besteht, Kurt Beyer, wie ignorieren die Europäer das, indem sie eigentlich es kaum Diskussionen gibt, wie man sich wirklich vorbereiten sollte auf einen solchen Extremfall. Ja, zwei Beispiele dazu für diese Nichtvorbereitung. In den internationalen Finanzinstitutionen, Weltbank, Währungsfonds, sind die einzelnen europäischen Länder Mitglieder und schaffen es nicht, eine gemeinsame europäische Position dort zusammenzubringen. Also war selbst Verwaltungsratmitglied in der Weltbank und habe dort verzweifelt versucht, die europäischen Länder zu gemeinsamer Stellungnahme zu einzelnen Investitionsprojekten zusammenzubringen. Das ist in den meisten Fällen nicht gelungen, weil es da natürlich französische Altkolonien gibt, englische, britische Altkolonien gibt, andere, belgische und so weiter. Also es gibt einfach zu viele Einzelinteressen, die sich also nicht einmal in den gemeinsamen Kooperationsinstitutionen es schaffen, da irgendwie den Amerikanern Parole zu bieten, die sowohl im Währungsfonds wie in der Weltbank eigentlich eine Sperrminorität haben, die auch gezielt immer wieder geopolitisch einsetzen. Und die Europäer hätten an sich größere Stimmgewichte, als die Amerikaner das haben. Sie schaffen es aber nicht, dieses Gegengewicht in irgendeiner Form wirksam zu machen. Und das gibt es in anderen internationalen Institutionen auch, im Sicherheitsrat, bei der UNO wird darüber geredet natürlich und so weiter. Trump wäre sicher eine massive wirtschaftliche und politische Bedrohung für Europa, wenn Europa es nicht schafft, da seine Gemeinsamkeiten und die Fragmentierung stärker aufzuheben, dann wird Europa sicher auf den Binnenmarkt zurückgeworfen. Auch nicht so schlecht, 450 Millionen Einwohner sind das auch nicht gar nichts. Meiner Meinung nach hätte sich die europäische Wirtschaftspolitik auch stärker auf den Binnenmarkt konzentrieren sollen, als sie das in der Vergangenheit getan hat. Aber jedenfalls wäre Trump, der wahrscheinlich auch dann nicht so heiß ist, wie er jetzt kocht, aber trotzdem natürlich eine massive Bedrohung für Europa, ganz klar. Und dann ein Wake-up-Call natürlich. Und das ist eine Entscheidung nicht nur für die amerikanische Demokratie, sondern auch für den Westen im Ganzen und für die globale Situation, wie diese Wahlen in Amerika ausgehen. Ich bedanke mich sehr herzlich für eine anregende Diskussion. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten, über Wirtschaftspolitik auch aus ungewöhnlichen Blickwinkeln zu lesen. Das ist immer möglich, wenn man den Falter liest. Ich kann ein Abonnement des Falter nur empfehlen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Vielen Dank, Miriam. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.